Ich hoffe, dass du da welche findest. Ich auch. Weiß nämlich gar nicht, wie effizient es ist, im Nether rumzufliegen, aber ich mache das immer, wenn ich keine Lust habe, mich großartig drum zu kümmern. Wobei, man kann halt Skelette jagen, aber das dauert ja ewig. Deswegen, ja, solange man was findet, macht das eigentlich Sinn im Nether. Ja. Wenn man was findet, dann hast du recht. Ja. Das ist schon Seelensand-Biomenü, ne? Ja. Nur, dass du nicht das überall so... Toll, jetzt habe ich ein Zauntor gemacht. Das wollte ich eigentlich nicht. Boah, ich habe ja schon fast kein Holz mehr. Gerade mal 3 Häuser gebaut. Naja, 4. Wow, direkt gegen eine Wand geflogen. Ja. Hier ist ein Seelensandbiom. Hier war auch mal ein Knochenblock. Ja, direkt am Anfang des. Ja. Ja, da gibt's leider nichts. Stein habe ich noch. Also gut, warte, ich kann Zäune gleich mitnehmen. Was ist das hier? Kies, okay. Ich bin gefährlich weit unten. Da möchte ich eigentlich gar nicht sein. Es regnet schon wieder. Wir sind lauter so Viecher, die über Lava laufen können. Ja, die Strider. Die Zombie-Pigmen haben auch einen Kürbis auf. Ah. So, fliege ich mal wieder hoch. So. Ah, vielleicht soll ich mir die Portalkoordinaten notieren. Ja. Da ist so ein... Hier sind lauter wieder solche Viecher mit Armbrüsten. Hier ist die Wand. Ah ja. Boah, geil, Alter, wo bin ich denn hier? Entdecke alle Nether-Biome. Habe ich das auch schon? Weißt du nicht, wie heißt das? Ich glaube schon. Biom, jetzt kommt wieder das Ding. Wo sehe ich mein Biom? Warped Forest. Ah ja. Der sieht... Ach, warst cool du da noch nicht vorher, oder was? Nö. Ja, offensichtlich nicht. Offensichtlich, ja. Der sieht aber cool aus. Ja. Ja, mit Elytren ist das neue Nether eine ganz andere Erfahrung als ohne. Ja. Du mokierst dich ja gern über den neuen Nether. Mhm. Ja, zu Recht. Wenn ich mir das angucke, wo ich hier lang fliege ohne Elytren, keine Chance. Ja, aber mit Elytren. Mhm. Nur die Sache ist die, ich finde halt nichts. Ja, irgendwann bestimmt. Und dann habe ich keine Elytren mehr, um zurückzufliegen. Das wäre schlecht. Als ob. So schnell gehen die nicht kaputt. Oh, hier ist schon ein Händler. Was handelt der? Sand. Perfekt. Ja. Nix Gescheites. Dann zieh von dannen. So. Kein einziges Seelensandbiom. Schnur noch rumfliegen. Oh, hier. Eine Portion Knochenblöcke. Gibt's da welche? Ja. Immerhin. Aber nur ein so ein Skelettding, also das soll ja ein Skelett darstellen. Ja. 11 Knochenblöcke. Besser als nix. Aus einem Knochenblock kommen 9 Knochenmehl raus. Das heißt 99 Knochenmehl. Das ist über ein Stack. Das stimmt. Da unten sind noch mehr. Unten Ghast. Das Ghast. One Shot.
Gib mir deine Level. Oh, da unten sind noch mehr. Okay, nice. Dann lohnt sich's ja doch. Das Geräusch, wenn man die abbaut, ist richtig geil. Ja. Das habe ich damals auch gesagt, glaube ich, als ich welche geholt habe. Aua. Bin ins Feuer gelaufen. Aber ich glaube, hier war gerade ein Skelett ohne Kürbiskopf auf. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Keine Ahnung, ja, aber ich glaube, kann schon gut sein, dass wir manche kam, haben. Gerade kam wieder eins, dann dachte ich mir, oh, das hat ja einen Kürbiskopf auf. Und bei dem davor dachte ich mir, das nicht. Also hatte das wahrscheinlich auch keinen auf. Ja, muss nicht sein. Aber wahrscheinlich. So, hier waren doch gerade noch welche. Oh ja, hier sind ganz viele. Mann, dieser dumme Trader, der soll mal sich verziehen hier, der geht immer dahin, wo ich bin. Aber ich bin hier gerade am Bauen. Kannst du ihn ja umbringen. Nee, ich bin ja nicht du. So, wo habe ich hier noch welche gesehen? Oder sind das Kies? Ah, da drüben sind noch welche. Noch ein Haus fertig. Jetzt haben wir schon 5 Stück. Ah, wunderbar. 3, 4, 5, 6 fehlen noch. Und eins davon ist aus so komischem. Wir haben doch bestimmt noch Keramik vom Leuchtturm übrig. Oh ja, sehr viel sogar. In weiß. Das weiß ich nicht. Alter, die Spitzhacke, das geht aber sau auf die Spitzhacke, so Knochenblöcke abzubauen. Sieht genauso viel wie das andere auch. Nee, oder? Mir kommt es vor, als wäre die jetzt richtig schnell kaputt gegangen. Das kann eigentlich nicht sein, also jeder Block, den du abbaust, zieht eine Haltbarkeit ab, eigentlich. Also das wo ist der Gast hin, welcher Block. Moment, wo ist der Gast hin? Hä? Ach, da hinten, Alter. Versteckt sich im Nebel. Und jetzt fliegt er weg oder was, weil er mich nicht mehr sieht, der dumme Idiot. Aber Hauptsache hier Radau machen und alles kaputt schießen. Wehe, der macht meine Knochenblöcke kaputt. Naja, bleib weg am besten. Ich habe jetzt 500 Haltbarkeit. Jetzt baue ich mal einen Block ab. 500. Noch einer. 499. Ja. Tatsächlich. Das ist bei allen Blöcken, also. Ja, und es wirkt so, als wäre die Haltbarkeit richtig schnell runtergegangen, jetzt in letzter Zeit. Hast du noch Netherrack abgebaut oder so? Nee. Vielleicht war es Zufall, dass es gerade kurz vor einer Stufe war oder so. Noch ein Skelett. Aua. Jetzt wird's dunkel, dann kann ich schlafen, dann ist endlich kein Regen mehr. So. Sehr gut. Wo steht dieses Haus? Hier. Okay.
So, gibt's hier hinten noch Knochenblöcke? Ja, zum Glück bin ich hier runtergegangen. Ja. Ich habe jetzt schon ein Stack und 58. Ah, das ist gut. Was, Knochenblöcke? Ja. Das ist sehr gut. Oh ja. So, wo waren noch welche? Gehe ich erstmal zu denen hier oben. Ich höre doch schon wieder einen Gast irgendwo. Bleib mir vom Leib, bitte. So, wo waren die restlichen? Da hinten. Kann sein, dass der Server gerade extrem laggt. Eigentlich, ne? Alle. Vielleicht habe ich auch einfach nur zweimal am Skelett so knapp vorbeigeschossen, aber es sah aus, als würde der Pfeil durch das Skelett durchfliegen. Ja. Nö, das liegt wohl an deiner Treffsicherheit oder Treffunsicherheit wohl eher. Das halte ich für ein Gerücht. Ich halte es für ein Gerücht, dass unser Server langsam sein soll. Der ist sehr schnell. Seit Oha. Wir einen eigenen haben. Der eine Zombie-Pigman hat sogar einen leuchtenden Kürbis auf dem Kopf. Ah. Okay, hier ist jetzt nichts mehr. Aua. So. Ah, hier oben sind noch einige. Jetzt habe ich 2 Stacks und 46 Knochenblöcke. Sehr gut. Damit lässt sich arbeiten. 2 Stacks und 46. Mhm. Mal 9. Genau. Oh. Naja, über 18 Stacks auf jeden Fall. Das ist gut. Damit sollten wir einige Bäume hinkriegen. Ah, hier ist noch was. Dann mache ich mich mal auf den Rückweg jetzt. Ja. Müsste ich bloß nur noch wissen, wo ich hin muss. Ich glaube, ich weiß die Richtung, aber vielleicht soll ich es nicht ohne Koordinaten machen. Hast du die Koordinaten vom Portal? Ja. Ach, die hast du auch geschrieben. Die stehen im Chat. Ah ja. Mhm. Ich bin bei 1200, das heißt, ich muss... Ja, 1000 Blöcke in die Richtung, das dachte ich mir schon. Und der Rest passt eigentlich schon fast. Na gut. Machen wir eine kleine Reise. Ein Flug. Soll ich auch gleich noch Glowstone mitbringen? Braucht man gerade eigentlich gar nicht. Aber wenn man schon mal hier ist. Kann ich machen, also. Aber... Oha, hier sind noch mehr Knochenblöcke. Oh. Ich habe ein neues Biom gefunden, da bin ich vorhin wohl außen drum rumgeflogen oder so. Ah. Oh. Ja dann. Gibt's noch mehr Knochenmehl. Mhm. Das ist immer gut.
das Haus ist jetzt auch fertig. Dann fehlen jetzt nur noch 1, 2, 3, 4, 5 Stück. 6 habe ich, 5 fehlen. Damit lässt sich leben. Mhm. Okay, das ist ja schon mal ein sehr kleines Biom. Vielleicht bin ich da vorhin auch dran vorbeigeflogen, hab's nur nicht gesehen. Oh. Oh, besser als nix. Ja. Das Biom war zwar klein, aber die Skelettblöcke waren gut. Oh, da drüben sind aber noch welche. Skelettblöcke? Die Knochenblöcke waren in ausgezeichneter Menge vorhanden in Relation zur Biomgröße. Ja. Mann, heb doch ab. Alter, ich war zu blöd zu starten. Aua, und jetzt bin ich auch noch gegen einen Felsen geflogen. Tja. Du warst zu abgehoben. Das Problem, genau. Das Biom ist doch größer. Noch mehr Knochenblöcke. So. Ah, genau, hier waren noch welche. Boah, ich verbrauche so viel Holz. Ja, aber Holz haben wir ja. Ja, aber ich muss ständig ein neues holen. Oder neue Treppen oder so Zeug machen. Noch was. Schön über den Seelensand schleichen. Mhm. Fertig. Sehr schön. Dann fehlen jetzt noch hier. Und es wird bald schon wieder dunkel. Hier soll ein Haus hin. Boah. Muss zu 122. Nicht hier. Und der Rest, also 122 und minus 70. Also ich muss in diese Richtung ein bisschen und in diese Richtung, okay. Wie geht's? Uiuiuiui, au au au. Nicht so wirklich weiter. Ist das hier der blaue Wald, wo ich vorhin drin war?
glaube schon. Aber irgendwie komme ich hier nicht mehr weiter. Ach doch, hier. Oder? Nein. Aua. Schön ins Eck reingeflogen. Naja, bevor ich hier weiter rumfliege und gegen irgendwelche Ecken klatsche, erstmal schön was essen. Ja. Essen ist wichtig. Oh ja. Komme ich vielleicht hier unten irgendwo lang? Bin ich in so einen Baum reingeflogen. Oh je, was mache ich hier? Oh je. Oh je, hier komme ich nicht weiter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Richtig dicht über der Lava geflogen, unter irgendwelchen Blöcken hindurch. Scheiße. Ich bin verloren. Und das alles nur wegen ein bisschen Knochenmehl. Tja. Ein bisschen vor allem. Das hat sich schon gelohnt. Jetzt muss ich nur noch den Weg zurückfinden. Ja. Das ist schon mal die falsche Richtung. Okay, ich muss in diese Richtung gehen. So leicht diagonal. Also mal hier. Naja, dann werde ich mich jetzt einfach durch den Berg graben. Ach ja, das geht immer. Rippspitzhacke. Oh ja. Vielen Dank für deine treuen Dienste. Das ist meine Glücksspitzhacke. Ich hoffe, du überlebst es. Ist doch die Netherite-Spitzhacke, oder nicht? Nee. Ach so, die 8. Ah, okay. Netherite war Behutsamkeit. Die ist schon fast kaputt. Ja. Oh, Lava, 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 Lava. Ja, das ist die Gefahr im Nether. Aha. Jetzt bin ich hier in so einem roten Wald rausgekommen. Aha. Und überall grunzt's, Alter. Das sind deine Echos. Ich möchte jetzt gerne raus. Oh, je, je. Nicht runter, raus. Spring doch in Lava, dann bist du wieder daheim. Nee, das ist nicht zielführend. Oha, da ist schon einer. Aua. In Fort mit dir. Oh, Lava. Ich will keinen Quarz abbauen. Ich will doch einfach nur hier meinen Weg durch den Berg machen. Ja.
Aha, gut, Quarz kann man auf dem Weg abbauen. Aber das dauert so lang. Ja, ja, nur das, was im Weg ist. Meine ich. Ja. Außer du baust schon die ganze Quelle ab. Das wäre dann natürlich nicht so schnell. Ey, hört auf, mich abzuschießen. Diese scheiß Babyschweine, weißt du, die greifen einen an, wenn man es dann zurückergreift, dann rennen sie weg. Ja. Ich glaube, die Diskussion hat man auch schon auf. Jedes Mal aufs Neue. Dämliche Viecher. Die sind so wie du, wenn sie vorbeilaufen und sie sehen einen, dann müssen sie einmal draufschlagen und dann rennen sie weg. Aber ich schlag die Leute ja nur. Naja, das ist kein Argument. Ich hab mir irgendwas überlegen wollen, aber. Okay, das ist jetzt riskant. Da unten kann ich aber landen. Und wenn es nichts wird, dann gehe ich wieder hier hoch. Oh je, ich muss mal regenerieren jetzt. Ich müsste gleich da sein. Aber ich bin viel zu niedrig. Ich weiß nicht, ob ich es riskieren soll, da durchzufliegen. Wobei ich könnte da rüberfliegen und dann da landen. Naja, ich versuch's mal. Oh doch, das war eine gute Idee. Jetzt kann ich hier auch wieder hoch. Jetzt müsste ich doch bald da sein. Ich glaube, das ist das rote Biom, wo unser Portal drin ist. Oh, das könnte gut aussehen. Ist das der Seelensandwald? Wald vor allem. Das Seelensandbiom direkt neben uns? Ja. 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 Ein langer Trip geht endlich vorüber. Oh ja. Schnell ins Haus, bevor das Gegrunze schon wieder näher kommt. Wo ist das denn jetzt? Ne, zu dem Haus gehen die nicht, die gehen weg. Will ich auch hoffen. Aber ich bin hier vorm Haus gelandet und dann ging's Gegrunze los. Ja, die sind da halt in der Nähe. Die rennen dann. Ja. Weg. Ah. Trautes Heim, Glück allein, wie man so schön sagt.